Kurznachrichten. Beginnen wollen wir heute mit einer Meldung aus dem Land, dem wir nachstreben und eifern. Natürlich sind das die Vereinigten Staaten von Amerika. Zur Vollstreckung der Todesstrafe will der US-Staat South Carolina künftig auch Erschießungen erlauben. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde unterzeichnet. Mal schauen, ob sich Annalena für sowas auch einsetzen wird. Das Ganze tun wir am Dienstag, den 18. Mai 2021. Aus dem Libanon sind mehrere Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die israelische Armee antwortete mit Artilleriefeuer. Auch der Gazastreifen werde weiter angegriffen, so Ministerpräsident Netanyahu. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern setzt US-Präsident Joe Biden unter Druck. Auch in Deutschland kam es zu antisemitischen Zwischenfällen. Der türkische Präsident Erdogan hat gestern die Solidarität der österreichischen Bundesregierung mit Israel im Konflikt mit der palästinensischen Hamas mit deftigen Worten verurteilt. Originalton: Ich verfluche den österreichischen Staat. Er will wohl, dass die Muslime den Preis dafür zahlen, dass er die Juden einem Genozid unterzogen hat. 5000 Geflüchtete erreichen die spanische Exklave Ceuta. Wer von den einheimischen Helfern des vor dem Ende stehenden deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan ist, gefährdet. Ein großer Teil dieser Helfer will nach Deutschland. Die USA besitzen laut dem US-Magazin Newsweek die weltweit größte geheime Armee. Diese erfüllt diverse Aufgaben des Pentagons im In- und Ausland. Deutschlands größter Verlag Axel Springer und Facebook haben nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen überraschend eine umfassende Zusammenarbeit vereinbart. Ich vermag mir den Ablauf vorzustellen. In Island startete gestern das jährliche Manöver Springsturm, Frühlingssturm. An dem beteiligen sich knapp 7000 Militärs einiger NATO-Länder. Zu Corona, laut STIKO, sollen Schwangere nach individueller Abwägung priorisiert geimpft werden. Die grundsätzliche Priorisierung bei Impfungen endet am 7. Juni. Die USA geben weitere 20 Millionen Impfdosen ab. Die indische Variante ist weiter auf dem Vormarsch. Im Westen Indiens ist der Zyklon Tauktae auf Land getroffen. Einer der schwersten Stürme seit mehr als 20 Jahren. Heute haben wir einen Wechsel aus dichten Wolken und Auflockerungen mit Sonnenschein. Dabei bilden sich verbreitet Schauer oder auch Gewitter. Weniger an den Küsten. Die nächsten Tage bleiben so. Alternative Music.